Tür aufmachen? Deswegen habe ich das jetzt Ganze mit Deo überdeckt. Das riecht jetzt nicht unbedingt viel besser, aber nicht so beißend und ätzend wie eben das Katzenfutter. Hey, du siehst irgendwie anders aus. Naja. Mit viel Speck. Ja, Eier und Speck gegen den Kater. Das hilft immer. Okay, Moment. Der zum Verprügeln ist irgendwie gerade am Springen. Naja. Okay, wollen wir doch mal sehen, ob er nicht... Finger weg, Mann! Oh. Ich hab dich gesehen. Du brauchst doch bestimmt Hilfe. Hm, hast du Lust, einen Laden auseinanderzunehmen? Klingt witzig, oder? Ja. Jetzt bitte. Er kommt! Scheiße! Für den lohnt es sich nicht, ein Loch zu graben. Das war nur eine Geldgefälligkeit. Schade. Aber Geld braucht man ja immer wieder, vor allem für Updates. Ja, ich kenne eine Frau, die mal jemand zurechtstutzen müsste. Übernimmst du das? Klar. Ist nicht viel, aber immerhin. So, Moment. Jetzt müsste ich noch mal kurz... Was war hier? Diebstahl. Schön, dass es meine eigenen sind. Von daher ist das eigentlich... Gut, ich kann den Safe ein zweites Mal aufmachen, krieg dafür 1000 und muss dafür noch nicht mal irgendwie was an Leuten erledigen oder so. Von daher. Hier. Scheiße. Naja. Moment. Schön, noch eine Killbedingung. Langsam müsste ich sie doch fast alle haben. Und am besten die von der nächsten Familie auch noch. Ja, mal sehen. Was beschäftigt dich? Sieht aus, als könntest du Hilfe brauchen. Ich brauche einen Profi. Das ist ein Scheißjob und am Ende gibt's einen Toten. Meinst du, du kannst mir unter die Arme greifen? Sie? Ja. Oh, 3000. Sehr schön. Gut, das ist ja meine Karre. Jungs, steigt ihr ein? Danke. Hey. Nicht dem zukünftigen, ich bin der Don von New York. Dem sollte man nicht vors Auto laufen. So. Was ich jetzt noch machen wollte, war... Das war... Hier mein Auto parken. Und dann... Könnte man... Ohne Probleme... Wenn man den denn dann von hinten erwischen würde... Ja, genau, das war's. Es ist vorbei, Arschloch. Schönerweise ist das ein leiser Kill und das bedeutet, ich werde nicht erwischt. Dafür hätte ich was. Oh, ich habe ja auch den Ingenieur dabei. Der macht jetzt erstmal den Strom aus. Das bedeutet, Telefone gehen nicht mehr. Das heißt, die Verstärkung wird erstmal nicht gerufen. Lichter aus. Die Party beginnt. Im Dunkeln müssten wir sicher sein. Hoffen wir es doch mal. Oh. Es ist bald vorbei. Bitte, nicht! Woran denkst du? Brauchst du einen Gefallen? Ja, ich will, dass du jemanden verprügelst. Ist aber eine Frau. Ich würde es verstehen, wenn dich das abschreckt. Ja. Was bedrückt dich? Brauchst du irgendwas? Mann, bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Dieser Typ hat mich reingelegt. Kannst du ihm ein paar Knochen brechen? Wie sieht's aus? Ja, sicher doch. Sicher doch. Hauptsache, ich krieg Geld dafür. So, dann können wir ja noch ein bisschen... Sie scheinen Hilfe zu brauchen. Ja, eine Frau, die ich kenne, muss eine Frau, die ich kannte, werden. Kapisch? Klar. Er steht im Weg, aber nicht mehr lang. Was beschäftigt dich? Bescheid. Sieht aus, als könntest du Hilfe brauchen. Mann, bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Dieser Typ hat mich reingelegt. Kannst du ihm ein paar Knochen brechen? Wie sieht's aus? Ja.
So. Jetzt will ich ja mal sagen. Französisch mit Untertiteln? Ohne mich. Da ist er doch. Und der macht jetzt einen Street Kill an ihm. Hab ich dich! Sag das Wort, Boss! Und der wird jetzt erwürgt. Und wenn ich Glück habe, gibt's jetzt hier nichts. Du hättest in der Schule nicht bewegen. Mischen wir mit! So geht's immer noch am einfach. Och, Alarm ist ausgelöst. So ein Mist aber auch. So ein Mist aber auch. Haben wir irgendwie hier einen Zeugen übersehen oder so? Blöd. Der Mechanismus ist knifflig. Los, los! Knack das Ding! Mach auf, mach auf. In der Zwischenzeit. Ich dachte schon, dass das Schloss springt. Schön. Schönerweise läuft hier im Moment keine Polizei rum oder sowas. Du brauchst hier eine Bombe? Ja, alles klar. Demnach ist das Ganze hier total einfach. Was ist, wenn ich rausspazieren will? Zum Beispiel durch dieses Loch in der Wand? Wäre doch möglich. Ich hab noch einen! Ein Korb da drüben. Ist ein bisschen lauter als gedacht. Interessant. Hätte ich die Wand nicht gesprengt, wäre das Ganze noch leiser vor sich gegangen und ich wäre einfach zur Seitentür rausgegangen. Und dann hätte das, wäre das auch sauber abgelaufen. Hier ist alles klar, Kerl. Oh. Ein bisschen Munitionsnachschub, auch schön. Ach, ich habe ja gar keine Munition verbraucht, da war ja was. Stimmt, irgendwas war da ja. Darum ist eine Killbedingung. Die will ich haben. Killbedingung, Killbedingung, Killbedingung. Die Verprügelei. Holt Hilfe! Komm mal. Shit, weg. Los unten bleiben. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Dort nicht! Das tut weh! Ja, irgendwie soll das auch wehtun, nehme ich mal an. Was haben wir hier für Aufträge? Auch ein Verprügeln und die Einrichtung ein bisschen demolieren. Das können wir hier doch ganz gut machen. Dazu können wir dann noch den Auftrag erfüllen, genau. Und wo haben wir denn unser Prügelziel? Ich sag Bescheid, wenn die Cops auftauchen. Oh nein, verdammt! Entschuldigung. Hab ich dich. Das ist nicht meine Schuld. Lass mich den Kerl wegpusten. 20 auf den Großen. Na? Wenn die Cops auftauchen, will ich sie hier nicht mehr sehen. Ganz ruhig, ich will damit nichts zu tun haben. Sehr schön, sehr schön. Was hatten wir noch? Gut. Hätten wir das auch geklärt? Aha. Keine Killbedingung mehr. Bedeutet das, ich habe alle Killbedingungen. Oh yeah. Florida. Okay, dann kill ich den in Florida. Jetzt wird dann gleich erstmal alles hier in New York umgelegt und dann... Dann sehen wir weiter. Das kann alles nicht sein. Moment, erstmal wollte ich noch mal kurz. Hey. Ach so, stimmt ja.
Kommt, Jungs, macht mal die Tür frei. Weg hier! So, was hast du jetzt? Angst vor mir? Okay. Sagen Sie mir, dass Sie sich um diese Aufzeichnungen gekümmert haben. Die haben nichts gegen Sie oder Ihre Kunden in der Hand, Rosa. Ihnen passiert nichts. Gut, dann kommen wir jetzt zum Geschäft. Tom und ich haben schon einiges arrangiert. Wir haben das Zimmer und das Mädchen. Sollte Geary hier auftauchen, sind wir vorbereitet. Moment, Sie haben mit Tom geredet? Wann? Gerade eben. Er ist hier. Er wollte das Mädchen sehen, mit dem wir den Senator in die Falle locken. Es war nicht leicht, zu wissen, was passiert. Aber ihre Zeit ist gekommen. Sie ist süchtig. Schlecht fürs Geschäft. Vielleicht ist es besser so. Ja, wo ist denn bitte Tom Hagen? Da ist er doch. Da ist er doch schon. Tom, sieht aus, als wäre alles vorbereitet. Fast. Jetzt müssen wir Senator Geary nur noch überreden, herzukommen. Er muss selbst auf die Idee kommen. Wenn wir ihn zu sehr bedrängen, könnte er Verdacht schöpfen. Ich weiß. Deshalb musst du aufpassen, was du ihm sagst. Ich habe ein Treffen arrangiert. Der Senator denkt, du willst über den Kauf einer Firma mit ihm reden und brauchst seine Hilfe. Gut. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Geary den Köder schluckt. Versuch, ihn bei seiner Eitelkeit zu packen. Sag ihm, dass es mit dem Deal Probleme gibt. Politische Probleme, geschäftliche Probleme. Finde raus, worauf er anspringt. Geary hat Beziehungen. Gib ihm das Gefühl, dass du ihn an dem Deal beteiligst, wenn er dir hilft. Das klingt doch gut. Allerdings sollte ich vielleicht erstmal... Was ist das denn hier? Tun Sie mir nichts. Hey, Süßer. Wusstest du, dass ich später einen Senator vögel? Ist was Besonderes, was, Baby? Eifersüchtig? Er ist ja nicht mein Freund oder so. Das wäre also das Mädel, was dann später sterben soll. Was wohl dann dem Senator angehängt wird. Okay, wo... Nee. So, was haben wir jetzt hier für eine Killbedingung? Ah, okay. Das kriege ich hin. Danach bringe ich aber erstmal mein Geld nach Hause, sonst... Oh, da ist ein... Was bedrückt dich? Brauchst du irgendwas? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber da ist diese Frau. Ich will, dass sie verschwindet. Ich lass mich auch nicht lumpen. Hilfst du mir? Ja. So, jetzt muss ich... Nee, zurück. Tod anordnen, damit die den in Ruhe lassen. So. Das ist dann mein Ziel. Das kannst du doch besser. Was ist das? Für den lohnt es sich nicht, ein Loch zu graben. Tun Sie mir nicht weh. Lassen Sie mich. Okay. Jetzt bist du nicht mehr so hart, hä? Das wäre dann die Exekution mit bloßen Fäusten. Und damit wäre ein weiterer Capo tot von den Tony Rosato-Leuten. Das bedeutet, er hat nur noch 3. Armes Schwein, der kriegt nicht mehr viel auf die Reihe. Da ist die Abreibung. Was? Kämpft! Heilige Scheiße! Okay. Das ist jetzt merkwürdig. Was ist los? Sieht aus, als könntest du Hilfe brauchen. Kannst du mit Streichhölzern umgehen? Wenn ja, habe ich einen Job für dich. Wie wär's? Tut mir leid, Schätzchen. Kein Interesse. Eigene Buden abfackeln ist nicht so meins. Was mich jetzt gerade wundert ist, warum einer meiner Leute jetzt verletzt im Krankenhaus liegt. Moment, da muss ich ja erstmal auf meine Leute gehen, so. Erholt sich. Der war doch irgendwo in einem Laden. Moment, wo war der denn in einem Laden? Der müsste ja angegriffen worden sein. Weil ansonsten wird das ja keinen Sinn ergeben. So, Florida. Oh, oder der Laden wurde gesprengt. Das ist natürlich auch... So eine Sache.
dann würde ich mal sagen,